Geschätzte Zuschauer und Zuschauerinnen, Kakteen und andere Sukkulenten sind vielfältig und bei Botanikbegeisterten beliebt. In der Sukkulentensammlung in Zürich können Interessierte einiges erfahren über die Pflanzen, die Wasser speichern können. Die Sammlung existiert schon seit 1931. Jetzt hat sie einen Beitrag geleistet zu einem botanischen Forschungsprojekt. Die Ergebnisse dieses Projekts sind vor kurzem in der renommierten Wissenschaftszeitschrift Nature erschienen. Die Sukkulentensammlung Zürich ist eine der artenreichsten Sukkulentensammlungen weltweit. Jetzt hat sie einen wichtigen Beitrag zu einem grossen Forschungsprojekt aus Großbritannien geleistet. Das Projekt läuft seit 2015 und hat mit Hilfe von Genanalysen Verwandtschaften von der bedecktsamigen Pflanzen überprüft. Mit dieser Studie ist klarer geworden, wie sich die Vielfalt von diesen rund 300'000 bedecktsamigen Pflanzen in den letzten 150 Millionen Jahren entwickelt hat, sagt der Urs Eckli. Er ist seit 38 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sukkulentensammlung Zürich. Es ist ein Projekt mit über 130 verschiedenen Institutionen und fast 300 Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Und die Sukkulentensammlung hat annähernd 200 Kakteenarten können Material abnehmen und zur Verfügung stellen. Ja, die bedecktsamigen Pflanzen, das ist ein Begriff aus der botanischen Systematik. Das betrifft Pflanzen, die nicht Sporen machen, wie Farrenkräuter oder Moos, sondern eben Samen. Und bei den Samenpflanzen gibt es zwei grosse Gruppen. Einerseits die nacktsamigen Pflanzen, das sind vor allem Nadelbäume, sogenannte Koniferen und Baumfarn, ein paar andere kleine Gruppen. Und dann bedecktsamige Pflanzen, das ist die grosse Vielfalt der Pflanzen. Also wenn wir da bei uns irgendwo uns umschauen in der Natur, dann sind, ausser man sieht gerade in einem Nadelwald, fast alle Pflanzen sogenannte bedecktsamige Pflanzen. Sukkulenz, das ist ein Begriff, der beschreibt, dass die Pflanzen Wasser speichern. Succus ist ein lateinisches Wort für Saft, also Saftpflanzen. Und die Pflanzen die speichern darum Wasser, weil sie in einem Klima daheim sind, wo nicht das ganze Jahr regelmäßig Niederschläge zu erwarten sind, sondern wo es eine mehr oder weniger ausgeprägte Trockenzeit gibt. Das kann ein paar Wochen sein, das können aber auch 10 Monate sein. Und indem die Pflanzen einen Wasserspeicher anlegen, können sie die trockene Zeit eben sehr gut überdauern und in dieser Zeit auch blühen oder fruchten oder Samen bilden oder sogar auch ein bisschen wachsen. Und eine grosse Gruppe von Sukkulenten, die sehr bekannt ist, beliebt ist auch bei den Liebhabern, bei den Pflanzenfreundinnen und Pflanzenfreunden, das sind Kakteen. Und Kakteen, das ist eine botanische Pflanzenfamilie, so wie Gräser oder Liliengewächse oder Lippenblütler, gibt es eben auch Familien der Kakteengewächse mit ungefähr 2000 Arten. Man hat DNA, die Erbsubstanz, analysiert, und zwar mit einer Technik, die man eigentlich schon lange kennt. Aber man hat die Technik heute so verfeinern, dass man mehrere hundert Genabschnitte gleichzeitig analysieren kann. Das ist eine unheimliche Datenmenge, wo man heute eigentlich mehr oder weniger in einem Arbeitsschritt aufgrund von einem kleinen Materialschnipsel von einer Pflanze, ein Blütenblatt oder eine Körperwarze oder so, kann analysieren. Und so kann man die genetischen Unterschiede zwischen den einzelnen Arten quantifizieren. Und damit haben wir eine Datenbasis, die über die ganze Gruppe von diesen 330'000 Arten vergleichbar ist. Und damit können wir die Zusammenhänge im Rahmen der Evolution viel, viel besser einschätzen. Viele Erkenntnisse hat man bestätigen, die man schon hat über grosse Verwandtschaften. In anderen Fällen hat man verfeinern oder von mehreren Hypothesen eine ausschliessen oder mehrere ausschliessen. Die Sukkulentensammlung der Stadt Zürich, die gibt es ja seit 1931. Das war eine Schenkung von einer Privatsammlung damals. Und mittlerweile sind wir eine oder vielleicht sogar die artenreichste Sukkulentensammlung der Welt. Wir zeigen einen repräsentativen Querschnitt durch die ganze Vielfalt der Sukkulenten. Insgesamt gibt es etwa 16'000 verschiedene Sukkulentenarten aus über 70 botanischen Familien. Und wir versuchen von jedem mindestens ein repräsentatives Beispiel bei uns zu haben.